Ich melde das auch. Mhm. Das heißt, das ist dann ein Rundgang durch alle Arbeiter oder einfach über Mittag? Ja, zentral diene und ja, da spazieren wir nochmal durch. Herr Salzmann, vielen Dank, dass wir zu Gast bei dir sein dürfen in deinem Arbeitsausstellungsraum hier in Wien. Wunderbar. Von dir war im Jahr 2016 sicherlich eine der eindrucksvollsten Arbeiten, Ausstellungen in Vorarlberg zu sehen, die wir dann im Anschluss an die Ausstellung für die Sammlung des Landes Vorarlberg erworben haben. Die Arbeit mit dem Titel Marsch von 2016, eine Installation, die du spezifisch für die Johanniterkirche in Feldkirch erarbeitet hast. Genau. Was genau war diese Arbeit? Woraus bestand sie? Ja, danke zuerst mal fürs Kompliment. Die Arbeit war unter dem Überbau totalitäre Klänge da zu sehen. Und das war eine raumspezifische Installation, würde ich es nennen, die aus zwei Teilen bestanden hat, wobei eben eine davon der Marsch war. Marsch ist eine Installation bestehend aus mehreren Snare Drums, die in der Johanniterkirche im Kreis angeordnet waren und selbstständig einen Marsch gespielt haben, der von mir davor programmiert worden ist. Der zweite Teil soll ich kurz auf den zweiten. Ja, genau. Also vielleicht nochmal da müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen weiter ausholen. Das Ganze war, wie der Titel schon sagt, inhaltlich sehr stark angelehnt an totalitäre Machtkonstrukte, aber auch Institutionen und natürlich auch auf den Raum selber, der natürlich sehr stark war. Und ich damals versuchte aber ein Konzept zu finden, wie man wie man mit so Machtkonstrukten arbeiten kann, beziehungsweise wie man die inhaltlich in der Arbeit darauf Bezug nehmen kann und mit dem arbeiten kann. Und aus dem bin ich dann auf das Ganze gekommen, dass man versuchen könnte, das metaphorisch zu sehen, und habe ein Schallpendel gebaut, das eine sehr tiefe Frequenz, also eine stehende Welle im Raum generiert hat, die auf einmal sehr physisch und sehr erlebbar und dadurch natürlich auch nicht nur metaphorisch, sondern auch durch den Schalldruck ziemlich körperlich geworden ist, dass man das Ganze auch spüren konnte. Und das war so ein Verweis von mir, dass eben, wenn man genug Lärm und Stärke erzeugt, über alles drüber fahren kann. Das war so die Intention von dem Ganzen. Und da habe ich dann ein riesengroßes Schallpendel in die Kirche noch reinbaut. Genau, das, du kennst die Arbeit ja eh. Ja. Das heißt, du hast es schon angesprochen, diese unglaubliche Präsenz des Sounds im Raum, die wahnsinnig körperlich war. Also die Monumentalität des Sounds eigentlich, ja, sehr stark erfahrbar. Du bezeichnest dich selber auch als Soundbildhauer. Kannst du da zu diesem Begriff ein paar Worte sagen? Ja, also das Bildhauern kommt ja dadurch, dass normalerweise hat man so einen klassischen Bildhauerbegriff im Kopf, was ja mittlerweile sowieso in der Bildhauerei eher nicht mehr so ist. Aber die meisten Menschen, wenn sie von einem Bildhauer hören, denken sie immer an jemanden, der in Stein irgendwie was mit einem Meißel reinschlägt. Ich habe den Begriff deshalb verwendet, weil man das mit Sound natürlich auch machen kann. Man kann einen Klang aufnehmen und den nachher analog oder digital, das ist eigentlich egal, so bearbeiten, wie man es gern hätte. Also da arbeitet man schon bildhauerisch. Auf der anderen Seite kann man Sound auch installativ, wie Bildhauer jetzt auch arbeiten, natürlich auch verwenden, indem man Symbole oder Instrumente oder was auch immer in der Installation verwendet und dadurch was Neues kreiert. Und deshalb habe ich irgendwie den Begriff mit Soundbildhauern ziemlich passend gefunden, um das Ganze zu erklären. Sicher, spezifisch, also genau für die Installation auf jeden Fall. Ja, ist auch sonst in meinen Arbeiten irgendwie oft so, dass das. Ja. Stimmt, das zieht sich durch. Jetzt von dieser zweiteiligen Arbeit in Feldkirch, die einmal aus diesem Soundpendel bestand und aus diesen 28 Drums, die in Feldkirch im Kreis angeordnet waren, haben wir für die Sammlung einen Teil erworben, nämlich diese 28 Marschtrommeln. Ja, genau. Was passiert durch diese Zweiteilung? Was ist das, was jetzt da wirklich in die Sammlung des Landes eingeht? Welche Möglichkeiten der Installation gibt es und was steckt da dann noch drin in diesem Teil? Ja, Marsch war ja der zweite Teil der Installation in der Kirche, wo es auch wieder darum ging,
diese Machtstrukturen irgendwie aufzuarbeiten. Und in der Konzeption der Ausstellung bin ich dann auf die Trommel, beziehungsweise die Marschtrommel, wie es ja als Snare-Drum eigentlich übersetzt heißt, kommen, weil es so ein Signalgeber auch für die Infanterie im Krieg zum Beispiel war. Und ich habe das als ziemlich starkes Symbol gefunden und habe versucht, damit irgendwie eine Installation zu entwerfen. Für die Johanniterkirche war es spezifisch eben die 28, weil das zeitlich und politisch zu dem Moment relativ viel Sinn gemacht hat, genau 28 zu wählen. Die waren auch im Kreis angeordnet. Der Kreis war auch wieder eine wichtige Referenz auf die politische Situation zu dem Zeitpunkt damals. Was aber jetzt bei der Arbeit nicht heißt, dass die unbedingt immer in der Kreisform gezeigt werden muss, beziehungsweise als 28, weil ich sehe das eher so, dass die Installation sehr spezifisch für den Raum war. Ich sehe es aber nicht, die Arbeit selber sehe ich nicht wirklich so, dass man es nur so zeigen kann, wie es damals war, sondern ich arbeite da gerne relativ modular. Für mich sind die 28 Trommeln gleichzeitig auch Instrumentarium, das man auch anderweitig, und das finde ich ja zum Beispiel sehr spannend, weil es ja die Möglichkeit gibt, das in der Galerie aller Art dann zu zeigen, dass man es dann in einer neuen Form wieder zeigen kann. Also ich bin da nicht so stark fixiert auf die Form des Ganzen, sondern ich sehe es als modulares System und Instrument gleichzeitig. Du hast selber schon darauf angesprochen, sondern der Überbegriff für diese Arbeit ist totalitäre Klänge. Mhm. Du arbeitest mit Marschtrommeln, mhm. Die Bezugnahme von Sound, von Klängen zu Krieg, dieses in Bewegung setzen, politische Machtverhältnisse und Systeme. Was jetzt sozusagen an diesem Ort der Johanniterkirche hat, dieser gesamte Themenkomplex, ist natürlich nochmal eine ganz andere Institution, die Institution Kirche. Ja, klar. Ist nochmal was anderes als ein Ausstellungsraum. Mhm. Wenn die Arbeit jetzt in Bludenz in der Galerie aller Art zum ersten Mal gezeigt wird und in der Folge dann hoffentlich immer wieder aus der Sammlung herausgenommen wird, um in unterschiedlichen Kontexten gezeigt zu werden, was passiert durch diese Verschiebung, wenn die Arbeit in einem Ausstellungsraum gezeigt wird? Natürlich wird das Ganze ein bisschen neutraler vielleicht, weil es nicht mehr in so einem starken Kontext ist, gleichzeitig aber durch die Komposition, also weil man ja komponieren kann für die Installation, wird natürlich immer ein Marsch gespielt werden auf der Installation, und das verweist natürlich auch auf die Intention, warum die Arbeit gestaltet worden ist. Und was hat der Marsch im Ausstellungsraum für eine Bedeutung? Was passiert dadurch, einen Marsch in einem Ausstellungsraum zu spielen, anders als einen Marsch in einer Kirche zu spielen? Das sind die Herrschaftsverhältnisse, Strukturen, die Politik, die dahinter steht, ist ja genauso eine. Wollte ich gerade sagen. Ja. Also ich finde, die Konstrukte, wenn man dann genauer hinschaut, gibt es ja da gewisse Ähnlichkeiten natürlich auch. Mhm. Eigentlich möchte ich gar nicht so starke Interpretation des Ganzen mitgeben, was man sich jetzt da dabei denken kann, wenn man sich die Installation anschaut. Weil ich finde es immer ein bisschen schade, wenn man mit einer Interpretation des Künstlers schon vorwegnimmt, was die Leute irgendwie in so einer Arbeit sehen könnten. Deshalb finde ich es eigentlich gut, wenn sich die Leute die Arbeit dann selber anschauen und sich selber Gedanken darüber machen. Klar gibt es für mich Verbindungen, die da bestehen, aber ich überlasse das gerne irgendwie dem Betrachter oder den Betrachterinnen. Das ist so präsent, man wird da gar nicht drum herum kommen. Wahrscheinlich, ja. Wird aber ja ziemlich laut sein, nehme ich an, und sehr dominant. Ja. Also es sind schon ein paar Faktoren dabei, die bestehen bleiben. Wir freuen uns sehr. Außerhalb der Kirche. Ja, vielen, vielen Dank. Danke. Gerne. Dankeschön. Danke, Claudia.